Hallo liebe Eltern, liebe Weihnachtsfans und natürlich auch liebe Sammler. Heute geht es endlich los mit den richtigen Adventskalendern. Das heißt, es geht los. Ich habe ja eigentlich schon zwei Adventskalender gemacht, aber das war ja eigentlich mehr so ein Test für mich von Temu, der, naja, so mäßig war. Und jetzt habe ich mir tatsächlich noch ein paar mehr Adventskalender bestellt. Ich weiß, wir sind schon ziemlich nah am Dezember dran. Ich werde mich jetzt ransetzen und ein bisschen hoffentlich schneller schneiden. Vielleicht geht es auch ein bisschen schneller. Ich weiß nicht genau, wie lange ich brauche für die Adventskalender, die ich jetzt da habe. Ich zeige euch mal, welchen ich heute habe. Heute habe ich den von Polly Pocket vorbereitet. Und zwar habe ich mir gedacht, es gibt ja so viele, die auch immer schon Polly Pocket gesammelt haben und die das vielleicht ja auch weitergeben, zum Beispiel an ihre Kinder. Ich meine, es gibt sogar auch relativ wertvolle Polly Pocket Sets, so die etwas älteren. Das Komische ist, ich habe selber nichts von Polly Pocket gehabt als Kind. Gar nichts. Also das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß aber, dass ich das unglaublich gemocht hätte. Alleine, weil diese Figürchen so klitzeklein sind und das ist eigentlich super für Kinderhände. Ja, es ist ein bisschen schade. Ich kann es jetzt nicht rückgängig machen, aber dafür habe ich ja heute umso mehr, was ich mir alles selbst bestellen kann. Und heute ist es mal wieder Polly Pocket. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich Polly Pocket auspacke. Ich habe auf meinem anderen Kanal schon, ich glaube, zwei oder drei Sachen mal von Polly Pocket gezeigt. Und eigentlich fand ich die immer sehr süß. Vor allem, was mich sehr überzeugt hat, war der Preis bei dem Adventskalender. Ich meine, ihr seht, der ist sehr klein, ja. Aber es ist halt auch Polly Pocket. Und Polly Pocket ist ja bekannt dafür, dass es klein ist. Aber der hat nur, ich glaube, 16,95 € gekostet. Ja. Man kann es ja natürlich nie genau sagen, weil der Preis immer variiert. Dann hat man mal wieder irgendwie einen Ausverkauf oder so. Dann kann das sein, dass der wieder günstiger ist. Das ist immer besser, wenn man halt wirklich mal guckt. Oder mein Tipp, wenn wir jetzt auch in den Dezember reingehen, schlagt einfach zu fürs nächste Jahr. Also falls ihr jetzt einen Adventskalender seht, der euch gefällt, guckt, dass ihr den irgendwie im Angebot kriegt. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich habe nämlich da auch noch ein paar Adventskalender liegen. Was haltet ihr davon, wenn ich im Adventskalender... genau. Wenn ich im Dezember auch noch Adventskalender zeige vom letzten Jahr, die habe ich nämlich auch noch da. Einfach, weil es schön ist, so in der Weihnachtszeit, sich ein bisschen mit Adventskalendern zu beschäftigen. Und das macht für mich auch immer so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Also, falls ihr da Bock drauf habt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, wenn ich das im Dezember quasi weiter fortführen soll. Es ist nicht so, dass ich nichts hätte, aber vielleicht hin und wieder doch nochmal einen Adventskalender so einstreuen zwischendurch, wäre natürlich ganz gut. So, ich schalte schon mal runter und zeige euch, was ich bei dem Adventskalender besonders gut finde. Nämlich, es gibt ein kleines Häuschen und das erinnert mich ein bisschen an meinen aller Lieblings-Adventskalender, den ich mal hatte. Und zwar war das der von Playmobil mit dem Haus. Der war wirklich sehr teuer. Ich glaube, der hat über 50 € gekostet. Aber da war halt ein richtiges Playmobilhaus dabei und das war so süß gemacht. Und ein bisschen erinnert mich das hier auch daran, weil es gibt ein kleines Polly Pocket Haus, so wie es aussieht. Wie genau das gedacht ist, weiß ich noch nicht, weil der ist halt auch noch nicht geöffnet. Ich muss den wohl erstmal auspacken und aufmachen, weil hier sieht man auch noch keine Türchen. Wir entdecken das jetzt mal gemeinsam. Ich hoffe, er lohnt sich. Ach genau, und man hat vorne schon gesehen, hier stand 25 Überraschungen. Ich weiß nicht, ob das Haus jetzt quasi noch dazu zählt oder ob es hier auch mal wieder 25 Türchen gibt wie in Amerika. Das haben diese Adventskalender ja manchmal so an sich, dass es irgendwie 25 Türchen gibt. Das ist dann natürlich immer ein bisschen komisch in Deutschland, wenn dann quasi bei uns schon, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Weihnachten vorbei ist. Also ist ja nicht vorbei, ist ja noch Heiligabend. Aber wenn die Bescherung quasi vorbei ist und dann kommt dann noch ein Türchen. Naja, wir beschweren uns nicht über zu viele Türchen. Ja, man kann sich nie beschweren über zu viele Türchen. Der ist übrigens, wie üblich, von Mattel. Aber ich bin gerade sehr gespannt, ob ich das hier irgendwie noch zusammenbauen muss. Das fühlt sich irgendwie so... Ach nee. Ach, so sieht der aus. Ach, cool. Der ist ja mal goldig. Gefällt mir jetzt schon von der Verpackung sehr gut. Der ist hier so reingedrückt. Okay. Da alles an seinem Platz bleibt, das wage ich tatsächlich ja zu bezweifeln. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt am Anfang schon das Haus auspacken sollen. Vielleicht ist das die allerletzte Überraschung. Das kann natürlich... Ach nee, doch nicht. Hier ist doch eine 25. Ich dachte gerade, das sei quasi die 25, die dann doch nicht die 25 ist. Ich drehe den mal rum. Mal gucken, ob man hier auch so irgendwas sehen kann. Oh Gott, das ist ja süß. Der ist ja total süß gemacht. Kann sein, dass man das vielleicht danach rausnehmen kann. Das fühlt sich so an. Das ist nämlich so Pappe. Die ist wahrscheinlich nur reingeschoben. Sehr, sehr niedlich. Hier mit unterschiedlichen Fenstern. Da oben, was sehen wir denn da? Kaffeetasse. Hier so ein Muffin. Kuchen. Ein paar Lebkuchenmänner. Hier auch nochmal welche. Dann Schneemann. Und dann haben wir noch eine schöne dekorierte Weihnachtstür. Mit auch ordentlich Schnee mit Sprinkles drauf. Ja, das sieht doch schon mal sehr süß und weihnachtlich aus. Und den kann man halt auch ganz gut so hinstellen. Denke mal, der wird auch stehen. Ich probiere das mal kurz aus. So, zeige euch das gerade nochmal von oben. Aber man kann den so einfach hinstellen. Und der steht wirklich super gut. Ich denke mal, muss er ja auch, weil es wird ja danach ein Haus sein. Okay, wir legen mal los. Wo ist denn die 1? Ah, hier oben.
Da, ich glaube, bei Polly Pocket muss ich ranholen, weil es ist einfach so klein, dass man nichts sieht. Oh, wie cool. Das ist das Beste, was man machen kann. Natürlich in der ersten Tür direkt eine kleine Figur, damit die Kinder da schon loslegen können mit dem Spielen. Ah, ist immer noch so weit weg, nicht so klein. Das ist unsere erste kleine Polly Pocket. Oh, wenn ich das richtig erkennen kann, hat die sogar auch Handschuhe. Hä? Die hat nicht nur hier Handschuhe an, sondern die hat auch noch so Fäustlinge um den Hals geschnürt. Das ist ja ein bisschen überflüssig, oder? Jetzt haben wir ja zweimal Handschuhe. Handschuh in Handschuh. Einfach nur eine weiße Hose. Hier oben ihre zwei Knüttelchen auf dem Kopf. Wie nennt man die eigentlich? Schnecken? Keine Ahnung. Ja, ist auch wieder ganz typisch, wie man das kennt von Polly Pocket. Hier oben ist Gummi. Ich weiß nicht genau, wie das damals war, ne? Es kann sein, dass das damals auch ein bisschen anders war von der Haptik her bei der Polly Pocket. Ich glaube nämlich, die ist jetzt sehr hart. Also hier ist nichts mit Gummi, sondern hier ist der Ober- und der Unterkörper hart. Man kann allerdings alles einzeln bewegen. Das finde ich ganz gut. Also man kann einzeln die Arme bewegen. Man kann einzeln die Beine bewegen. Moment. Genau, so. Das finde ich cool. Und hier unten hat man auch diese Löcher. Die kann man wahrscheinlich irgendwo dann draufstellen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ah, ich bleib mal hier, glaube ich, so nah dran. Ich zeige euch hier unten die Nummer 2 bei den Keksen. Mal schauen. Oh, was ist das denn? Ein Lebkuchenmann. Wozu brauche ich den denn? Der ist auch offenbar einfach nur zum Hinstellen. Ich habe so die Befürchtung, dass es hier sehr viel Deko gibt. Da bin ich persönlich jetzt nicht so der Mega-Fan von. Ich fände das besser, wenn man das einfach nur im Hintergrund hätte, die Deko, und wenn man dann lieber nützliche Sachen hat, weil ich denke immer so, wie ich als Kind denken würde, ich spiele ja mit so einem Lebkuchenmann nicht, oder? Spielt man mit einem Lebkuchenmann? Ich habe keine Ahnung. Ich von der meiner Intuition her würde jetzt sagen, nein. Also man benutzt das, glaube ich, nicht als Spielfigur. Und das ist doch jetzt nicht aufwendiger, als wenn man, ich sag jetzt mal, ein Sofa oder sowas zum Beispiel da reintut und sich dann draufsetzen kann. Ich meine, vielleicht kommt jetzt auch noch ganz viel davon. Ich will nichts sagen. Die 3 ist übrigens relativ groß. Das größte Türchen, was wir bisher haben. Oh, was ist... Ist das eine Torte oder sowas? So eine Megatorte? Oh, kann die aus der Torte rausspringen? Ich glaube ja. Hä? Die wird man irgendwo noch draufsetzen können. Also das ist ein Gefäß und ich schätze mal, ich probiere es mal kurz aus. Ich schätze mal, die passt hier rein. Oh mein Gott, das ist ja cool. Ja, sie passt hier wirklich rein. Also das heißt, es ist eine Torte, die dann so aufspringt und dann kommt sie raus. Überraschung. Ja, das ist süß. Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, weil ich fand das jetzt auch nicht gerade sehr weihnachtlich. Oder hat sie vielleicht zufälligerweise auch noch Geburtstag? Wir lassen uns mal überraschen. Ich schiebe mal weiter runter zur 4. Das ist alles so klitzeklein. Ich musste mal gucken, dass ich das überhaupt hier treffe. Ihr seht das ja an meinen Fingern, ne? So der Vergleich vom Adventskalender. Wie klein die Sachen hier wirklich sind. Ah ja, das ist doch super. Ein kleines Bett. Es ist nicht... Oh, vielleicht ist es doch ein Hochbett. Weil wir haben hier unten diese kleinen Löchlein. Eventuell kann man das übereinander stapeln. Ah, hier oben haben wir auch Löchlein. Das wäre natürlich cool, wenn das generell auch miteinander kompatibel wäre. Und wir haben halt auch ein Stückchen Leiter. Dann bräuchte man natürlich aber unten auch noch ein Stückchen Leiter, damit das funktioniert. Oh, und hier sind so kleine Tatzen drauf. Cute. Ich hole mal eben die Kleine wieder aus ihrer Torte. So, direkt aus der Torte ins Bett. Gucken wir mal, ob sie da hinpasst. Oh genau, mir fällt gerade auch was ein. Ich hatte die Frage gelesen, passen die Sachen von dem Miniverse ins Puppenhaus? 1:12. Boah, weiß das jemand von euch? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie groß ein 1:12 Puppenhaus ist. Ich habe leider kein richtiges normales Puppenhaus. Ich habe nur die LOL-Puppenhäuser und die sind ja auch schon unterschiedlich groß. Also das Winterhaus, das ist ja generell auch sehr groß. Da passt es definitiv rein, weil ich weiß, dass es halt zu den Dolls total gut passt. Also es passt zu den OMGs. Wo ich jetzt gerade stehen sehe, da, Moment, hier, das passt perfekt zu den OMGs. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Ich habe es jetzt längere Zeit nicht angeguckt, aber ich liebe es total. Das ist einfach so schön geworden. Ach so, übrigens, ich hatte so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil ich nach meinem Temu-Video mit den Adventskalendern von Temu angeschrieben wurde, persönlich, auf Instagram, und war leicht verwirrt, weil die gesagt haben, wollen Sie vielleicht mit uns über die Qualität sprechen? Und ich dachte mir so, wieso gucken die mein Video? Das heißt, die scheinen irgendwo so Spione zu haben, die dann gucken, wer ein Video gemacht hat und wie es, also wie die Resonanz quasi ist, ob das positiv oder negativ ist. Und in der Woche danach, ich kann ja als Content Creator immer sehen, wie meine Videos abschneiden. Und von der Woche an danach haben meine Videos sehr viel schlechter abgeschnitten, was mich doch sehr gewundert hat. Und dann fragt man sich natürlich, haben die einen Einfluss? Das war halt ein Video, wo ich mir wirklich dachte, okay, das müsste eigentlich so Platz 1 bis 3 sein. Also man sieht halt immer so 10 Plätze. Und es müsste eigentlich so ein Video von Platz 1 bis 3 sein. Und in der Woche da drauf auch. Und es war ein Platz 10 Video. Das heißt, es war ganz, ganz schlecht. Und das hat für mich überhaupt nicht reingepasst. Und ich dachte so, hä? So als ob die quasi die Macht hätten, meine Videos zu Shadowbannen. Das heißt also, Shadowbannen heißt ja, dass sie halt nicht richtig vorgeschlagen werden und nicht mehr angezeigt werden. Deswegen wollte ich euch mal fragen, ob ihr mein altes Video angezeigt bekommen hattet oder ob euch da vielleicht was aufgefallen ist, dass euch das auch nicht angezeigt wurde oder nicht vorgeschlagen wurde. Weil wenn nicht,
mich wäre das extrem gruselig. Das macht einem dann nämlich schon ganz schön Angst, dass man überhaupt noch seine Meinung sagen will, weil man dann halt immer Angst haben muss, dass du keine Aufrufe mehr hast, wenn du einmal deine Stimme kritisch äußerst. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich gerne mache, dass ich eben meine Stimme erhebe, um einfach nur die Wahrheit zu zeigen. Ich will noch nicht mal irgendwen zerreißen oder so. Ich möchte gerne einfach nur die Wahrheit zeigen und nicht die Werbung, wie sie geschönt euch irgendwelche Dinge vorgaukelt, sondern ich möchte euch zeigen, wie es ist und ihr entscheidet dann letztendlich selber, ob ihr es gut findet oder nicht gut findet. Und wenn es halt auch so Hintergrundinformationen gibt, wie die Sachen werden in China produziert. Ja, es werden viele Sachen in China produziert, aber heißt es deswegen, dass es besser ist? Ah, ich weiß ja nicht. Besonders was man weiß. Also die Daten sind so viel wert und die werden verkauft. Ich habe es jetzt auch mehrfach nochmal in den Kommentaren gelesen. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. So, wir haben ein Lebkuchenpferd, würde ich jetzt mal vermuten. Das ist jetzt auch eher so zu Dekozwecken, oder? Finde ich das jetzt gut? Ich weiß es nicht so. Ist nicht so das, was mich jetzt so persönlich anspricht. Die 6. Wir haben Nikolaus und ich hoffe, was Schönes. Vielleicht noch eine Figur oder irgendwas. Ich meine, das Bett wäre auch Nikolaus gewesen. Wow! Oh, cool. Oh, wow. Das ist ja super. Ja, das passt natürlich sehr, sehr gut in den Nikolaus rein. Die gefällt mir auch besonders gut, weil sie hat so schöne pinke Haare. Oh, ich lieb's voll. Und eine rosafarbene Hose. Auch ein Pulli für draußen mit Schal und einer Schneeflocke drauf. Und sie trägt halt auch Handschuhe. Das heißt, wir haben eine Kleidung für draußen, obwohl sie ja im Haus wahrscheinlich drin ist. Aber ich denke nicht, dass wir auch noch draußen so einen Spielplatz haben. Das wäre ja jetzt eigentlich sinnvoll, gerade dadurch, dass sie halt so angezogen sind. Ah, und da haben wir ja auch schon unsere beiden Figuren wahrscheinlich. Hier haben wir einmal Polly und ich weiß nicht genau, wie sie heißt, dadurch, dass ich die nie hatte und auch nie gespielt habe. Und ich weiß auch nicht genau, wie viele Charaktere es von denen gibt. Ich glaube, es gibt ein paar. Ich bin mir relativ sicher, dass die auch Namen haben, aber ich bin natürlich nicht so firm da drin, wer genau das jetzt ist, wie die heißt. Was ist das hier? Das ist cool. Ich glaube, das ist so ein... Nee, keine Ahnung, was ist das? Ich dachte, das ist ein Ofen. Das ist gar kein Ofen, oder? Was ist das bitte? Hä? Aber das kann man so aufmachen. Ist das ein Gefrierfach? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oder ist das doch ein Ofen? Oh, das könnte doch ein Ofen sein. Hier oben ist die Herdplatte und dann macht man den Ofen hier auf und dann kann man hier vielleicht was zu essen reintun. Im besten Fall haben wir jetzt hier noch was zu essen. Dann wäre es mir tatsächlich auch lieber, ich hätte was zu essen im Adventskalender, als jetzt einfach nur so einen Lebkuchenmann oder so. Also dann lieber was, womit ich dann auch wirklich richtig spielen kann. Bonbons, na super. Vor allem in der Größe, das passt halt gar nicht. Wahrscheinlich auch Deko. Ich meine, gut, es kann ja sein, dass hier viele Nupsis haben in dem Haus, dass wir auch an den Wänden zum Beispiel etwas befestigen können. Das finde ich wiederum sehr cool, wenn man da einfach so ein bisschen selber dekorieren kann und kann das dann immer auch wieder abnehmen und kann es dann umdekorieren. Das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Wenn es nicht so ist, für nächstes Jahr vielleicht. Dann stelle ich den selber so her. Natürlich nicht mit Polly Pocket, aber sowas finde ich eigentlich cool. Ich habe ja immer schon mal so den Traum gehabt, meinen Adventskalender herzustellen. Ne? Oder ein Buch zu schreiben. Oder alles. Egal. Geschichten zu machen. Ich habe immer so viel vor. Und immer so wenig Zeit. Aber ich sage ja immer, lieber so rum als andersrum, dass man sich die ganze Zeit immer nur langweilt. So, jetzt haben wir nämlich hier unser zweites Etagenbett. Das können wir dann so übereinander setzen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass das hier nicht geht. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber wir sehen mal darüber hinweg. Passt die denn überhaupt noch dazwischen? Füße einziehen, aber von der anderen Seite vielleicht? Ja. Das würde gehen. Okay, sieht jetzt nicht ganz perfekt aus. Dann haben wir einmal sie und einmal sie. Sie dreht uns leider den Rücken zu. Sie möchte nicht mit uns sprechen. Sie schläft gerade sehr tief. Nichts passiert. Okay, weiter mit der Nummer 10. Ich muss aber sagen, es gefällt mir ganz gut. So dieses Polly Pocket Flair. Das ist eigentlich ganz cool gemacht und auch das hier nichts, verrutscht, wollte ich sagen. Es verrutscht so gut nicht, dass ich es gar nicht rausbekomme. Und scharf. Komm. Ja. Oh, das ist ein Geschenk. Ich schätze, man kann hier auch was reintun. Wir machen das mal auf. Oh, süß, der Verschluss mit dem Herzchen. Cool. Hier kann man was reintun. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Bonbons hätten, könnten wir hier die Bonbons einfach reinschmeißen. Vielleicht bekommen wir auch noch irgendwas Besseres, was sich besser noch als Geschenk eignet. Aber sowas mag ich generell gerne, weil sich damit immer gut spielen lässt. Da kann man Sachen reintun, aufmachen, zumachen. Das ist immer sehr schön. Schon wieder sowas. Ich vermute wirklich, dass man das irgendwo dran tun kann. Zuckerstangen, aber leider nur einfarbig in rosa und einmal in etwas dunkler, also in pink. Und auch hier kann man das wieder irgendwo befestigen. Vielleicht wird es doch ganz gut. Das ist halt natürlich so, man muss halt bis Weihnachten warten, um das dann auch richtig einräumen zu können. Was ist das? Ist das... Ich glaube nicht, dass das eine richtige Tasse sein soll, sondern das ist bestimmt ein Sessel. Setz dich hier mal rein, ich will mal gucken. Ich glaube, das ist ein Tassensessel. Wie witzig ist der denn? Ja, finde ich gut. Also kann man ja auch damit einrichten, sein Haus. Und alles, was hier Einrichtung ist, finde ich sinnvoll und sehr schön. Oh, nochmal Einrichtung. Cool. Das ist jetzt aber ein Kühlschrank.
Kühlschrank. Das andere war, denke ich mal, doch ein Herd und ein Ofen. Und das hier ist der Kühlschrank. Ach, schade, hier kann man nichts reintun. Aber man kann reingucken, man kann das hier auch anfassen. Man kann also alles erfühlen, was ja auch immer wichtig ist für Kinder. Und ich denke mal, der wird wahrscheinlich auch ganz gut stehen. Ach, guck mal. Stimmt, der hat auch wieder einen Nupsi hier. Falls man den überhaupt braucht, weil der steht auch alleine. Ach, das waren die verflixte 13. Huch, da bin ich ja jetzt ganz schnell aus Versehen drüber gewuscht. So, die 13 habe ich ja mal ein bisschen Schiss vor, dass da irgendwas Komisches drin ist. Das ist jetzt die 14 mit einem Schneemann. Ja, doch Schneemann. Der wäre dann tatsächlich auch eher wieder für draußen, ne? Wenn wir den überhaupt draußen haben. Aber ich glaube nicht. Ja, Schneemann ist immer gut. Passt auf jeden Fall zum Weihnachtsthema. Dann die Nummer 15 unter dem Pferdchen hier. Oh, das ist aber klein. Wahrscheinlich deswegen eingepackt. Oder weil es so klein ist. Oh, wie süß. Kleine Muffins. Oh Gott, wie kriege ich das denn jetzt auf? Da muss die Schere hier halten. Willi, streng dich mal an hier. Oh mein Gott. Also zwei kleine Muffins. Aber ich befürchte, dass die das leider... Oder doch? Doch, sie können es doch in die Hand nehmen. Ich wollte gerade sagen, ich befürchte, dass das nicht geht. Aber ich freue mich, dass ich mich wahrscheinlich geirrt habe. Testen wir das doch mal. Sie kann hier einfach... Ist vielleicht... Huch, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das Ding ist sehr groß und sie kann halt einfach ihre komplette Hand da reinschieben. Aber gut, wenn man mal bedenkt, dass das ja auch für etwas jüngere Kinder ist, sollte das natürlich auch nicht ganz so schwer sein. Hier, die holt die beiden Dinger hier. Sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber es funktioniert. Also das muss man denen ja mal zugute halten. Es geht. Es geht und man kann es so benutzen. Finde ich schön. Ach, die 16 ist direkt drunter. Das finde ich übrigens auch ganz gut, dass es hier nicht sortiert ist. Es gibt ja, ich weiß, ihr habt auch gesagt, ja, ich hatte ja schon mal Adventskalender, weil bei Temu waren die ja bei dem einen Adventskalender so sortiert von 1 bis 24. Und ich kannte das auch schon. Ich hatte irgendwann auch mal Adventskalender, aber eigentlich ist das nicht die Regel, dass die Türchen sortiert sind. Und ich mag das auch eigentlich nicht, weil ich finde, auf dem Adventskalender, den packt man ja normalerweise nicht am Stück aus, sondern halt, man hat jeden Tag so sein Ritual, dass man suchen muss und man guckt dann auch vorher immer schon mal, wo ist denn welche Zahl und so. Das gehört ja auch irgendwie mit dazu. Also für mich jedenfalls. Ein kleines Schaukelpferd, das finde ich generell auch immer ganz süß, weil das gibt es, glaube ich, häufiger. Ich glaube nämlich, die können tatsächlich auch darauf reiten. Komm schon, tu es! Oh, oh. Bei dem Schaukelpferdchen klappt das aber nicht ganz so gut. Ja gut, wenn man es so wirklich gewollt... Oh, das war aber schon mal besser. Da hätte man vielleicht hier nochmal ein bisschen das schmaler machen müssen, den Sattel. So wie bei Playmobil. Nee, das also finde ich gut, aber hat nicht gut funktioniert. Passt das denn hier rein? Oh nee, ich glaube, das ist zu groß. Hier, kriegst du ein Schaukelpferd? Nee, kriegst du nicht. Hast du schon. Ach, schau mal. Die ist auch direkt hier. Die 17. 17! Ah, da haben wir noch eine Tasse. Was ich in diesem Fall, wo ich normalerweise mal sage, dass ich das bei Adventskalendern blöd finde, wenn sich Dinge wiederholen, finde ich hier gar nicht blöd, weil wir haben ja auch zwei Figuren, die unterschiedlich sind. Und dann haben wir natürlich auch zwei Sitze, die auch unterschiedlich sind, in zwei unterschiedlichen Farben. Da habe ich überhaupt nichts gegen, weil wäre ja auch blöd, wenn die dann keinen Sitz hätte, die andere. 18. Also so kann man das natürlich auch umgehen. Oh, ein Tisch. Der ist vielleicht fürs Esszimmer. Oh, das ist ein Geschenketisch. Oh, vielleicht ist das auch der Geschenketisch. Kann ich das darauf stellen? Der arme Tisch. Oh Gott, der bricht ja komplett zusammen. Ja, vielleicht doch nicht unbedingt so. Kann ich den Weihnachtsmann draufstellen? Weihnachtsmann, genau, den Schneemann. Den könnte ich auch da draufstellen. Vielleicht ist der... Ja gut, vielleicht macht es auch nicht ganz so viel Sinn. Oder sowas, so eine Deko. Ist definitiv gut, weil es mit vielen Sachen kombinierbar ist. Vielleicht sind die nicht ganz so sinnvoll, aber ja, es geht halt immerhin. Nein, okay, das ist doof. Wir haben exakt den gleichen. Nochmal in lila, also einmal lila, einmal rosa. Das muss nicht sein. Oh nee, jetzt mach bitte nicht, dass ich dann auch nochmal so ein Pferdchen kriege. Oh, das muss ich jetzt nicht auch nochmal haben. Fand ich ja eh schon doof. Hä? Ach so, das ist ein Essenswagen. Ist so ein Essenswagen oder was soll das sonst sein? Ich hab gerade gedacht, ob man das hier... Nee, das geht überhaupt nicht. Was soll ich denn dann da drauf tun? Ein Bonbon? Den da? Wofür ist das gedacht? Naja, ich gucke mal gleich nochmal an, ob es da nochmal eine Bebilderung gibt, was sie sich dabei gedacht haben. Oder ob sich das jetzt gleich selbst erklärt. Ah, das ist auf jeden Fall auch noch was zum da reinstecken. Da kann man bestimmt einfach hier den Stiel nehmen. Ah, den kann sie auch wieder in die Hand nehmen. Super. Leider passt das natürlich nicht auf den Wagen drauf, weil wir brauchen ja ein Loch. Doch, man könnte es drauf legen. Oder halt ins Geschenk reintun. Also diese ganz kleinen Deko-Sachen sind jetzt noch nicht so unbedingt mein Favorite. Ich glaube, das muss ich hier mal aufschneiden. Aber ihr habt mir auch gesagt, ich soll mir mal irgendwas zum Öffnen holen. Ah, ich weiß, es gibt ja immer so diese... Wie heißen die Dinger denn? Ich weiß gar nicht, wie ich das suchen soll. Ein Hebler. Irgendwie so ein kleines Metallding, wo man das dann hier so aufhebeln kann, damit das nicht kaputt geht. Und auch zum Arbeiten. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Was ist das bitte? Oh, das ist eine Wippe. Oh, oh, I like. Das ist sehr schön. Besonders, weil es auch funktionieren wird. Gehe ich mal stark von aus. Also wir können hier sie reinsetzen. Lass mal bitte die Muffins los. Hier setzen wir dann Polly Pocket rein. Und dann funktioniert diese Wippe sogar. Ah, cool. Alles, was funktioniert, ist gut. Vielleicht kann man hier auch sogar noch Bonbons vorsetzen. Ach nee, das geht doch nicht. Ach, Mano! Oder so.
Oder so hier? Nee, geht auch nicht. Schade. Aber ist auf jeden Fall eine gute 22. Jetzt haben wir noch 3 Türchen, weil wir haben ja auch noch die 25. Ist das ein Hundehaus? Ja. Kriegen wir noch einen Hund? Also jetzt müssen wir auf jeden Fall einen Hund kriegen. Wenn wir jetzt eine Hundehütte haben, ich wäre sehr enttäuscht, wenn wir dann kein Hündchen hätten. Das ist vielleicht jetzt in der 24 oder in der 25. Das ist mir egal. 24 wäre ja gut für Deutschland. Okay, dann wohl nicht. 24 ist dann der Tannenbaum, den man ja dann auch aufbaut. Die meisten haben den wahrscheinlich schon vorher aufgebaut. Nicht so wie bei meiner Familie, wo das aber sehr viel später stattgefunden hat. Was ist denn hier los? Den kann man öffnen. Ah, ach so. Ach ja, ist das süß. Oh nein, hier unten ist sogar so eine kleine Lokomotive, die um den Baum rumfährt. Ach Gott, ist das niedlich. Wie cool wäre das, wenn das funktionieren würde. Aber ich finde das schon toll, dass man den einfach so aufdrehen kann und dann hat man hier die Geschenke drin. Oh, ist natürlich jetzt nicht so, wie man normalerweise einen Weihnachtsbaum öffnet. Das geht ja eigentlich normalerweise nicht so. Aber ich finde hierfür die Idee sehr niedlich, dass man den vorher erstmal so stehen lässt und dann spielt man quasi den Weihnachtstag und dann kann man halt sagen, ha, so und jetzt ist Bescherung und zack, sind die Geschenke da. Auch noch so ein schöner fetter Weihnachtsstern oben drauf. Das ist eine schöne 24. Die gefällt mir sehr gut, weil sie sehr detailreich ist und auch noch mit Mechanismus. Das ist cool und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir hier in der 25 noch einen Hund haben. Nein, jetzt sagt mir nicht, wir haben keinen Hund. Das kann nicht sein. Hä? Okay, das ist jetzt ein wenig enttäuschend. Einfach mal ein Kamin. Also ich meine, der sieht gut aus, ja? Das muss man schon sagen. Der ist auch hübsch gemacht. Da sind auch noch so 2 Söckchen, die da hängen. Was ja auch eher so Amerika-typisch ist. Das ist ja auch jetzt nicht so unbedingt Tradition in Deutschland. Ein Feuer im Kaminofen. Hier auch noch so Tannen, die da hängen. Also verziert und so sieht das ja sehr hübsch aus. Aber wo ist mein Hund? Das können Sie mir doch nicht antun. Sie können mir doch nicht eine Hundehütte geben, aber keinen Hund. Ich bin maßlos enttäuscht. Also generell nicht von dem Adventskalender, weil ich finde den eigentlich gut. Aber man hätte doch, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, statt dem hier einfach ein Plastikhund. Das wäre mir doch alles lieber gewesen, wenn wir statt dem Ding 2 kleine Plastikhunde gehabt hätten. Also, weil wir haben den ja doppelt. Oder warum hätte man statt dem nicht einfach einen Plastikhund nehmen können? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Denke ich nur so? Aber ich meine, Kinder spielen doch nicht so. Oder sogar ich als Erwachsener hätte lieber statt dem dann... Naja. So, wir gucken uns jetzt, bevor ich das richtig mache, wir müssen natürlich erstmal wieder rauszoomen, das Häuschen an, weil das ist ja die eigentlich große Überraschung, die jetzt auch noch kommt. Wahrscheinlich, gehe ich mal stark von aus, hätte man auch den hier einfach rausholen können. Leute, ich glaube, man hätte das auch schon vorher machen können. Aber ich habe es ja jetzt noch gesehen. Also ich zeige es euch jetzt. Ich glaube, weil man hätte schon am ersten Tag vielleicht den Adventskalender gehabt, oder? Wäre das gegangen? Moment, gucken. Nee, da hätte man das sehen können. Okay, das wäre wahrscheinlich doch nicht so gut gewesen. Also dann hat man halt hier das Plastikding nur. Ob das damit gegangen wäre? Was? Ich muss jetzt sogar auch noch was zusammenbauen? Okay, hier sind ja noch richtig viele Teile drin. Vielleicht hätte man das so lassen können. Sola! So lassen können? Nee, ich glaube dann doch eher nicht. Dann doch lieber so zusammenlassen. Krass, ey. Das ist ja noch mehr. Und das für 16 Euro. Also das war der günstigste Adventskalender, den ich mir gekauft habe. Und dafür ist wirklich viel drin. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich einfach nur so enttäuscht bin, ist, dass da kein Hund bei war. Aber das ist so eine Kleinigkeit, die mich so ärgert und die eigentlich so unnötig war. Okay, ich gucke hier mal gerade drauf. Also hier steht im Grunde nichts, was wir nicht wissen. Und hier steht jetzt einfach nur, wie man es zusammensetzt. Das machen wir mal gerade. Wir haben 3 unterschiedliche Böden. Nee, das stimmt nicht ganz. Die beiden sind gleich und der hier ist anders. Der kommt in die mittlere Etage. Und dann 4 Zwischenwände, die dann hier eingesetzt werden. Und da das so schön detailreich ist, zeige ich euch das auch nochmal. Hier haben wir einen Parkettboden. Da liegen ein paar Weihnachtskugeln rum. Also Baumschmuck und hier noch Weihnachtssocken, eine Zuckerstange. Von vorne auch sehr süß mit so einer kleinen Schleife. Sternchen. Hier ist alles ein bisschen weihnachtlich verziert. Das sieht auch wirklich hübsch aus. Dann haben wir hier in der Mitte einen weihnachtlichen Teppich und hier einfach nochmal normalen Parkettboden und es könnte vielleicht ein Mistelzweig oder irgend sowas sein, der runtergeplumpst ist. Und das Teil hier, das haben wir doppelt. Nochmal Parkettboden. Hier liegt wieder so ein Nussknacker, ein paar Lebkuchenmänner. Wie sieht das aus? Ach so, das sieht ja gar nicht gleich aus. Hier ist ein Herzchen vorne. Ah, das ist ein bisschen anders. Und hier haben wir dann so einen Flauscheteppich mit einem Rentier und Sternchen, ein paar Handschuhe. Ah! Ein Haarreif mit Rentierhörnern und eine Weihnachtsmütze. Achso, und hier liegen noch Geschenke. Was ist das? Teddybär. Achso, ein Brief. Bestimmt ein Brief an den Weihnachtsmann gewesen. Das haben wir doppelt. Und das kann man jetzt einfach, hoffentlich einfach, hier so von oben reinschieben. Ja, sehr einfach. Dann nehmen wir hier den mittleren. Auch einfach von oben runterschieben. Und der letzte oben rein. Wohnen hier vielleicht irgendwie so Lebkuchenmänner und auch Frauen? Und Lebkuchenkinder? Ist das ein Lebkuchenkind? Nee. Sieht auf jeden Fall aus nach so einem... Entweder ist es ein Kinderzimmer oder ein Arbeitstisch.
Hä? Ach so, da kommen ja noch Wände zwischen. Kann ich mir das jetzt aussuchen, welche ich nehme? Weil das sind ja verschiedene. Hier sind Türen abgebildet. Ach so, cool. Überall. Hier ist noch eine Tür mit einem Weihnachtskranz, mit einem Tannenbaum. Hier ist auch nochmal ein Tannenbaum. Oh Gott, wie viele Tannenbäume haben wir denn bitte? Jetzt kann ich das hier einfach so abmachen. Ach so, das ist mal von der einen Seite so und von der anderen so. Ah, it's always the same. Okay, gut. Das heißt, wir haben viermal die gleiche Zwischenwand, die wir halt so nach Gusto, wie wir es haben wollen, reintun können. Hier oben haben wir die erste. Ich schiebe jetzt einfach mal, ne? Ist ja egal, wie rum. Zack. Jetzt haben wir nämlich zwei Zimmer. Jetzt haben wir einmal hier Arbeitszimmer mit noch so einer Sesselecke. Dann hier haben wir hier so einen Schminktisch. Also ich denke mal, das hier wird wahrscheinlich Ankleideraum sein. Genau. Schuhe, Kleider, so eine Federboa, ein weiblicher Lebkuchenmann. Eine Lebkuchenfrau halt. Weiblicher Lebkuchenmann ist auch gut, ne? Dann tun wir hier unsere zweite Tür rein. Einmal so rum. Und dann drehe ich die mal hier, einfach nur weil ich es kann, drehe ich sie mal hier so rum. Jetzt sehen wir hier eine kleine Küche. Daneben direkt das Esszimmer. Oh, mit so einem Lebkuchenhaus. Das haben die gerade gebaut. Also da wohnen ja wirklich Lebkuchen, Leute. Und ein Badezimmer. Da duscht sogar einer. Was? Na, sowas. Ja, schade, dass man hier natürlich nichts mitmachen kann. Aber ich sehe schon hier überall diese Nupsis. Es ist also tatsächlich so, wie ich gedacht habe. Man kann sich hier was nehmen und kann das dekorieren. Dann kann ich hier einfach so einen Bonbon dran kleben. Warte mal. Jetzt habe ich ja nur noch ein einziges Türchen hier. Eine einzige. Ach so, doch, die muss ja hier hin. Ah. Ich dachte, da unten muss auch noch was dran. Aber nee. Es ist einfach nur so gemacht, aber wir haben in der Tat wirklich draußen. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass wir ja auch was für draußen haben. Dann kann ich ja wirklich meinen Weihnachtsmann hier einfach so reinstellen. Mein Schneemann hier einfach hinstellen. Ach so, und hier, da kann man auch so, kann ich vielleicht hier mal so einen Lolli dran kleben. Keine Ahnung, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Na, ich habe hier oben ja noch die Zimmer übersehen. Wir haben einmal noch ein Wohnzimmer mit einer Lebkuchenkatze und einen Lebkuchen-Tannenbaum. Da könnte man dann ja auch sagen, okay, wir stellen dann hier den Tannenbaum einfach davor. Ich glaube, der gehört da sogar hin. Nee. Oder doch? Der hat kein Dings hier. Den kann man einfach so hin und her schieben. Ich zeige euch das gleich mal oben. Ich werde das hier mal ein bisschen anordnen und dann hebe ich das mal hoch. Und das hier ist eher so der Eingangsbereich. Hier kommt man dann rein und da geht dann die Treppe nach oben zum Rest der Wohnung. Ja, und das, was ich hier eben schon kurz gezeigt habe, da draußen haben wir so einen kleinen Kaffeestand. Wie süß. Vielleicht wird hier nicht nur Kaffee, sondern auch Glühwein oder sowas verkauft. Da ist nochmal ein Tannenbaum. Was ist das? Ach so, das ist der Eingang zu dem Haus. Hier geht es dann rein und hier ist dann unsere Tür. Ah, okay, verstehe. Kann man diese länglichen Dinge auch nutzen? Vielleicht für das da? Ich glaube nicht. Nee, das geht nicht. Ja, ich bin noch leicht verwirrt, weil das auf dem Hintergrund für mich nicht ganz so großen Sinn macht, wenn man jetzt hier einfach sowas draufklemmt. Das ist dann halt ein bisschen so im Weg vom Bild. Auch gerade hier so, ne? Zum Beispiel da. Was macht das jetzt da für einen Sinn, wenn ich da einen Lolli einfach drauf tue? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie gut ist. Hier, da würde es für mich vielleicht Sinn machen. Da ist so ein Nupsi. So als Deko für die Tür. Oh. Ja, komm, dann tue ich hier nochmal ein Bonbon ins Arbeitszimmer. Geht leider voll unter von der Farbe her. Das war vielleicht nicht so schlau. Aber was natürlich ganz gut ist, dass wir hier überall die Möglichkeit haben, etwas hinzustellen. Aber wisst ihr, was das Problem gerade ist? Wo kommt denn bitte hier ein Hochbett hin? Ja, bestimmt nicht in die Küche. Auch nicht ins Esszimmer. Ins Bad ja sowieso nicht. Entweder hier oder da. Kann ja auch zwei Betten hier reinstellen. Man trifft leider auch nur mit einem. Dann treffe ich entweder den da hinten oder den vorne. Also die Idee ist gut, aber die Umsetzung könnte ich mir tatsächlich ein bisschen besser vorstellen. Einfach weil man hier, man stellt dann halt sein Bett vor den, naja. Ich sag einfach nichts, okay? Der Kamin würde ja sonst auch ganz gut hier hinpassen. Natürlich vor den Tannenbaum, damit er dann auch schön in die Luft geht. Also ich meine, damit er schön in Flammen aufgeht. Der Kühlschrank kommt natürlich in die Küche. Nee, Moment mal. Ich kann ja nur, ja, wie machen wir denn das jetzt? Wir haben einen Kühlschrank und einen Ofen. Der muss ja auch irgendwo hier hin. Also sagen wir mal so, wenn wir jetzt damit spielen würden, würde ich den, glaube ich, einfach eher da hinten hinstellen. Und den da so. Weil sonst hat man gar keinen Platz. Wie soll das gehen? Okay, ich habe mal eingerichtet. Zeige euch mal, wie es jetzt aussieht. Oh, es blendet ein bisschen, ne? Spiegelt leider. So, also ich weiß nicht, ob ihr schon die Problematik seht. Ich finde, die Idee ist unglaublich gut. Und die Umsetzung aber am Ende, oh, irgendwie scheitert es da dran, habe ich das Gefühl. Weil es ist so, es passt halt alles überhaupt nicht rein. Also man sollte sich dann schon überlegen, wo kommt denn das dann hin? Also das ist dann so alles ein bisschen sehr random. Klar, man kann die Sachen natürlich auch umstellen. Aber was soll ich bitte in ein Badezimmer reinstellen? Ein Tisch oder wie? Oder das passt halt einfach alles nicht. Und dann da unten die große Torte. Ich weiß nicht, wohin damit. Es ist so ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das dann nachher nochmal umdrehen könnte. Nee, aber das gehört nicht andersrum. Ich habe gerade überlegt, ob man die Pappe quasi wechseln könnte. Es ist so schade, weil es hätte wirklich richtig, richtig super sein können, wenn man da ein bisschen mal mitgedacht hätte. Einfach mal überlegt hätte, wo kann man Plätze einbinden, wo man dann auch wirklich, wo eine Dekoration auch was bringt.
bringt und nicht, ich baller den ganzen Hintergrund voll und setze dann irgendwelche Sachen davor und eigentlich im Endeffekt bringt es nichts. So schade. Er hat wirklich so ein Potenzial für den Preis, richtig gut, aber da hat man irgendwie das Gefühl, dass die Leute nicht mehr weitergedacht haben am Ende oder am Anfang. Also irgendwo ist auf jeden Fall plötzlich so die Kreativität weg gewesen. Ich weiß nicht, ich kann mir immer nicht vorstellen, wie ein Kind quasi dann so damit spielt. Ey, was machst du da? Avery. Wo willst du hin? Avery. Die tanzt da auf meinen Adventskalendern rum. Okay, also mein Urteil. Ich bin so zwiegespalten. Ich finde die Sachen an sich total schön und ich finde, die haben es mit dem Hintergrund ein bisschen kaputt gemacht. Man kann ihn auch einfach ignorieren. Sagen wir es mal so. Man kann den Hintergrund einfach ignorieren und sagen, es geht gar nicht um den Hintergrund. Den da unten finde ich super. So hätte man es generell immer machen können, aber dadurch, dass du hier überall so die Zimmer schon mal reintust, hast du einfach keine Möglichkeit mehr, die Sachen richtig abzustellen. Die passen halt auch nicht nebeneinander, weil, ne, das ist, kann man dann nur so reinquetschen und dann klebt da irgendwie ein Bonbon und fragt sich so, what? Why? Warum klebt da jetzt ein Bonbon oder ein Lutscher? Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr denkt dazu. Ich möchte mich absolut nicht beschweren für den Preis. Wirklich, für 17 Euro kann man machen. Aber ich finde das so schade, weil es so viel Potenzial hatte. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr einen richtig, richtig genialen. Da bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Mal gucken, was dann so kommt. Wenn ihr eine Note geben würdet, welche Note würdet ihr geben? Ich würde sagen, also im Schulnotensystem, was gebe ich denn? Abzüge in der B-Note auf jeden Fall. Naja, eine 2- würde ich trotzdem noch geben. Vielleicht sogar auch eine 2, aber eine 2 finde ich fast so gut. Sagen wir eine 2-. Mal gucken, was ihr so gebt. Man muss ja auch den Preis mitberechnen. Ich bin fertig mit dem Adventskalender. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare, wisst ihr ja. Und auch wenn ich nicht immer jeden Kommentar beantworte, versuche ich die ja auch ins Video wieder mit reinzunehmen und so. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, die jetzt demnächst kommt. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Video. Tschüss!